Zum deutschen Traber Derby 2013 ist gestartet. Prinz Velo beginnt am schnellsten gegenüber Halloy, Genausen, Tiger Woods, Ass in der vierten Position, David F. Boko, dahinter Obelix Diamant in vorletzter Position, Trapp Tyson, die erste macht einen Fehler, dann Fredericus im ersten Bogen, setzt sich Prinz Velo an die Latten, außen gesetzt sich Tiger Woods, Ass, dann die Seite, die Eins disqualifiziert rot, erste Zwischenzeit lautet 0,85. Prinz Velo lässt Tiger Woods Ass gewähren und er geht nun an die Spitze. Prinz Velo ist zweites Wert, dahinter trabt Halloy, Obelix Diamant, dahinter David F. Boko am Ende des Feldes, trabt Fredericus, das Feld ist nun vor den Tribünen. Tiger Woods Ass ist an der Spitze. Tiger Woods Ass ist vorn. Dahinter Prinz Velo, Halloy, in zweiter Spur kommt Obelix Diamant, an Innenkante David F. Boko. Fredericus hat ein Führpferd bekommen. Vor dem Ziel geht's auf die Schlussrunde, die Fahrt zieht weiterhin an. An der Spitze Tiger Woods Ass, 17:30, Zwischenzeit, der Vorsprung auf Prinz Velo ist jetzt hier bequeme zwei Längen. Außen Obelix Diamant, innen Halloy Gern, dahinter Fredericus, an der Innenkante Trump, David F. Boko, es geht hinein in den Trotto.de-Bogen. Der 1000 Meter Pfosten angesteuert von Tiger Woods Ass. Tiger Woods Ass ist an der Spitze. Prinz Velo dahinter. Halloy Gern, Fehler von David F. Boko. Am Ende des Feldes ist hier Fredericus, noch fünf Teilnehmer mit Chancen. David F. Boko wieder auspariert, aber am Ende des Feldes wieder zurückgefallen. Die nächste Zwischenzeit, Tiger Woods Ass hält's hoch, 15-4. Tiger Woods Ass mit drei Längen vor Prinz Velo. Dahinter Hallo again, Obelix Diamant, Fredericus. David F. Boko ist aus der Partie, Mitte gegenüber. Tiger Woods Ass wird immer länger vorne, glaube ich. Vier Längen jetzt nun. Tiger Woods Ass ist an der Spitze und momentan demonstriert der Derby-Favorit Tiger Woods Ass mit 10 Längen im Schlussbogen. Es ist ja eine Wahnsinnsfahrt da vorne. Tiger Woods Ass, die nächste Zwischenzeit 0,99. Der ist jetzt auf 20 Meter weg. Tiger Woods Ass ist hier hoch überlegen. Fredericus mit Obelix Diamant dahinter. Hallo again. Aber vorne trabt Tiger Woods Ass. Und das ist sein viertes Hole-in-One für Tiger Woods Ass. Applaudieren Sie für diese Demonstration von diesem Dreijährigen. Tiger Woods Ass ist im Ziel und zweiter wird der Nächste aus dem Stall Jaus. Hallo again, wird zweiter. Dritter Fredericus, vierter Obelix Diamant und fünfter Prinz Velo, 16-4 ist die letzte Zwischenzeit. Was war das denn für eine Vorstellung? Sieger im 12. Rennen, dem Signal Iduna Trophy Rennen gelaufen, als das Signal Iduna Trophy Rennen, deutsches Traber Derby, vierter Vorlauf. Es siegte die Programmnummer 6, Tiger Woods Ass, in der Hand von Robin Bakker. Zweiter wird die 4, Hallo again, mit Roland Tötzgard. Dritter die 8, Fredericus Thorsten Tietz. Vierter die 7, Obelix Diamant und fünfter die 3, Prinz Velo. 6-4-8 ist da einer. Die Starter für das 13. Rennen, das Matadorenrennen, ein Gruppe 1 Rennen dotiert mit 100.000 Euro. Es starten 12 Pferde, 2 Placewetten, das Rennen wird mit dem Auto gestartet, die Distanz 2500 Meter. Und das 13. Rennen, meine Damen und Herren, mit Dreier- und Viererwette.